Jetzt sind wir live. Okay. Liebe Frau Burkhardt, liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Universität und der Fachhochschule Erfurt, liebe Gäste. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur 8. Veranstaltung unserer Ringvorlesung Gärten, Geschichte, Gestalt, Zukunft und heute mit einer Perspektive auf Gärten, die wir in den letzten Veranstaltungen hin und wieder mal gestreift haben, zum Beispiel beim Schulgarten oder auch bei den Waldgärten, aber noch nie systematisch und auch theoretisch betrachtet haben, nämlich die Frage des Ästhetischen. Und dazu haben wir eine Expertin auf diesem Gebiet eingeladen, Sarah Burkhardt. Sie ist Professorin für Didaktik der bildenden Kunst an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle. Und wir freuen uns sehr, Frau Burkhardt, dass Sie zu uns gekommen sind, heute bei uns sind und uns quasi mitnehmen in sinnlich-ästhetische Wahrnehmungsprozesse oder kreativ-gestalterisches im Garten. Wir sind auf Sie aufmerksam geworden durch ein Heft der Zeitschrift Kunst und Unterricht. Diese Zeitschrift haben Sie ja 12 Jahre lang herausgegeben, von 2008 bis 2020. Und dort gab es ein Gartenheft, das ich einfach großartig fand. Beginnend im Verständnis dessen, wie Sie Garten dort konzeptionell greifen, genau, bis dahin auch diese Vernetzung von Kunst und Design und architekturspezifischen Aspekten, auch mit gesellschaftspolitischen Fragen. Also das Heft ist einfach toll, kann ich nur empfehlen. Und ich möchte am Anfang ein kleines Zitat aus diesem Heft vortragen, in dem sich auch meiner Meinung nach zumindest andeutet, dass Ihr Vortrag auch eine ganz gute, wunderbare Klammer über das bisher Gehörte in unserer Ringvorlesung sein kann. In diesem Heft wird nämlich der Garten, ich zitiere, als ein Prinzip begriffen, das sich in alle Lebensbereiche ausdehnt. Gärten sind nicht mehr stationär und an Besitz gebunden. Grenzen zwischen öffentlichem und privatem Raum werden zunehmend aufgehoben. Gärten bieten vor diesem Hintergrund eine Auseinandersetzung mit Lebensraumgestaltung und damit Möglichkeiten einer Sensibilisierung für Materialität, für Farbigkeit, Formen, Anordnungen und Kontrasten vor Ort. Und sie ermöglichen oder provozieren das Durchdenken von Schnittstellen zwischen Natur und Kultur, zwischen Innen- und Außenraum, Kunst und Design, Kontrolle und Anarchie, Natürlichkeit und Künstlichkeit, Realität und Virtualität oder auch Nutzen und Schönheit. Sie beschreiben in diesem Heft auch ein wunderbares Bild, nämlich ein Garten ist immer auch ein Bild, welches durchschritten wird. Und ich habe mir das beim Lesen ganz lustvoll vorgestellt, dass wir in Ihrem Vortrag jetzt auch tatsächlich dieses Bild beschreiten, so wie ein Diorama, und dann auch hier wahrscheinlich sehr viele dynamische Veränderungen erfahren, also von dem Bild außerhalb oder auch von uns selbst. Lassen Sie mich bitte noch etwas zur Wissenschaftlerin, Frau Professorin Sarah Burkhardt selbst sagen. Dass Sie an der Burg Giebichenstein als Kunstpädagogik forschen und lehren, hatte ich schon erwähnt. Sie sind zudem auch Bundesvorsitzende des Fachverbands der Kunstpädagogen, des BTK e.V. Und die Frage, wie sind Sie dahin gekommen an die Burg Giebichenstein, ist ein Weg an unterschiedlichen Bundesländern und unterschiedlichen Arbeitsstätten. Frau Professorin Burkhardt hat an verschiedenen Hochschulen der Universität Hamburg, der Hochschule für bildende Künste Braunschweig, der Technischen Universität Braunschweig und dem Trinity College in Dublin studiert. Der kunstpädagogische Abschluss erfolgte dann an der Kunsthochschule Braunschweig und auf das erste Staatsexamen 1999 folgte 2 Jahre später das zweite Staatsexamen und anschließend die Arbeit als Kunstlehrerin in Hamburg. Während dieser Arbeit haben Sie, glaube ich, schon an Ihrer Dissertation begonnen zu schreiben. Und dann habe ich gedacht, ja genau, das ist wahrscheinlich kein einfaches Spagat, die Welt der Schule und die Welt der Wissenschaft in Sprache, Theorie, in allem irgendwie da miteinander zu verbinden. 2007, damals dann schon als Lehrkraft für besondere Aufgaben an der Uni Flensburg in der Abteilung Kunst tätig, promovierte Frau Burkhardt an der Hochschule für bildende Künste in Braunschweig mit einer Arbeit zu künstlerischen Ansätzen im Netz. Mir hat sie interessiert, welche Strategien KünstlerInnen im Internet nutzen, um zu irritieren, zu innovieren oder eben auch Konventionsbrüche durchzusetzen. Und die Frage, welche Anschlussfähigkeiten kunstpädagogisches Handeln im Unterricht daraus nehmen kann, hat sie in besonderer Weise interessiert. Medienbildung und auch Kunst in der digitalen Welt ließen sie all die Jahre, wenn man ihrer wirklich auch ästhetisch schönen Homepage folgt, nicht los. Also das ist ein Thema, das sich in vielen Publikationen, ihrer hohen Zahl an Publikationen wiederfindet. Schon als sie in Flensburg waren, dann auch als Juniorprofessorin für Kunst und ihre Didaktik an der TU Dresden und schließlich seit 2014 als Professorin an der Burg Giebichenstein.
Sehr vieles bezieht sich auf dieses Themenfeld, aber gleichsam setzen Sie sich auch oder setzt sich Frau Burkhardt auch mit Kunst und Politik, respektive der Vernetzung von künstlerischer und politischer Bildung auseinander, mit Fragen von Partizipation im kunstpädagogischen Kontext und dann natürlich auch Themen der Ausbildung oder ich würde mal sagen der Bildung von KunstpädagogInnen und auch der Gestaltung von Kunstunterricht. Und eben auch der Garten gehört dazu. Sie schrieben über ihn, sie beschäftigen sich mit ihm, sie fotografieren ihn, das werden wir ja gleich sehen. Und sie haben auch Studierende eingeladen, Gärten im Rahmen des Studiums zu erkunden, künstlerische Werke zu betrachten und zu recherchieren. Sie haben in ihrer Homepage auch ihre Seminarankündigungen, die ich auch selbst unglaublich interessant finde in Sprache und Inhalt. Ich habe gedacht, ich hätte so eine Lust, in Ihrem Studiengang einfach mal mich einzuschreiben. Und die Seminarankündigung zum Seminar Gärten beginnt mit einem Zitat von C.S. Notable. Jetzt kann ich kein Französisch, aber der ersten Worte sind Il faut cultiver notre jardin. Wir müssen unseren Garten kultivieren, sagt Voltaire am Ende von Candide. Doch was, wenn es anders wäre oder umgekehrt? Ich bin keine Pflanze, aber wenn es nun der Garten ist, der mich kultiviert, der mir unerwartete Formen von Achtsamkeit beibringt? Eine Frage, bei der ich gehofft habe, dass Sie in Ihrem Vortrag vielleicht eine Antwort darauf finden. Und ich freue mich jetzt sehr oder wir freuen uns sehr auf Ihren Vortrag, Frau Burkhardt, und damit übergebe ich Ihnen das Wort. Vielen, vielen Dank für diese freundliche Vorstellung und überhaupt auch für die Einladung, dass ich hier sein darf. Leider ja nicht hier, sondern hier in Halle an der Saale und nicht in Erfurt. Gerne würde ich jetzt mit Ihnen auch die Gärten der Buga anschauen und auch den Abend dann noch weiter genießen und vor allen Dingen dort sein. Aber jetzt ist es so und es ist eine andere Form und wir werden damit umgehen. Ich versuche jetzt mal meine Präsentation zu teilen. Und zu starten. Klappt wunderbar. Klappt, das ist gut. Das ist schön. Muss ich mal kurz sortieren. Also das ist ja erstaunlich, weil Sie haben mir eigentlich meine Einleitung vorweggenommen, Frau Tänzer, auch mit diesem Zitat, denn jetzt wiederholt sich eventuell manches, aber das schadet nichts, denn das Zitat ist so schön, dass man es auch, glaube ich, auch noch mal wiederholen kann. Jetzt. Da sehen Sie es dann auch noch mal als Text. Und ich lese es doch auch noch mal vor. Il faut cultiver notre jardin, sagt Voltaire am Ende von Candide. Doch was, wenn es anders wäre oder umgekehrt? Ich bin keine Pflanze, aber wenn es nun der Garten ist, der mich kultiviert, der mir unerwartete Formen von Achtsamkeit beibringt, schreibt C.S. Noteboom in einem sehr schönen Roman. Ich spreche heute über Gärten aus kunstpädagogischer Perspektive und zeige Ihnen hier einen kurzen Überblick über das, was Sie heute erwartet. Ich werde sehr viele Bilder zeigen, die meisten sind von mir selbst, und ich versuche, das Bildungspotenzial von Gärten zu umreißen, anhand aktueller Entwicklungen, die auf ein möglicherweise verändertes Verständnis von Gärten bzw. von Garten hindeuten. Der Garten wird hier als ein Prinzip begriffen, das haben Sie eben in der Einführung schon sehr schön gehört, das sich in alle Lebensbereiche ausdehnt. Gärten sind nicht mehr stationär und an Besitz gebunden. Grenzen zwischen öffentlichem und privatem Raum werden zunehmend aufgehoben. So bilden auch Gärten als Gegenstand von Kunstunterricht die Grundlage einer Auseinandersetzung mit Lebensraumgestaltung und damit Möglichkeiten einer Sensibilisierung für Materialität, für Farbigkeit, Formen, Anordnungen und Kontrasten vor Ort. Ein Garten ist immer auch ein Bild, welches durchschritten wird. So folgt die Anlage eines Gartens verschiedenen Gestaltungsprinzipien. Und die Kenntnis solcher Prinzipien führt im Kontext von Kunstunterricht zu eigenen gestalterischen Entwürfen, wie auch zur Reflexion unseres Verhältnisses zur Natur. Die sinnliche Erfahrbarkeit von Gärten ist ebenso wichtig wie die gestalterisch-künstlerische Praxis und die Entwicklung kritischer ästhetischer Urteilskraft. Sie sehen also hier durch, ich mache so eine Art Bewegung. Ich komme zwischendurch immer wieder auf diese Folie zurück, damit Sie wissen, wo wir uns gerade befinden und so ein bisschen den Überblick behalten und auch sehen, wann wir uns dem Ende nähern.
Das Loch im Zaun, so wie der Vortrag ja auch heißt. Und jetzt. Mit der Erkenntnis, dass der uns umgebende Raum endlich ist, hat sich in den letzten Jahrzehnten unser Blick auf den Garten verändert. Sie sehen ein Loch im Zaun in meinem kleinen Garten mitten in der Altstadt von Halle. Dieses Loch rückte in den Fokus meiner Aufmerksamkeit, als ich mit Hilfe einer Fotofalle feststellte, was für eine Vielzahl von Tieren nachts den Garten durch dieses Loch betritt und ihn auch wieder verlässt. Das Loch im Zaun bildet so eine Schnittstelle zwischen zwei Welten, der des Gartens und der der Stadt, der der Natur und der Kultur, bei der das nächtliche Geschehen ein ganz anderes ist als das bei Tage. Für die Tiere bildet es eine Schwelle, die sie übertreten, um nachts Nahrung zu finden, vielleicht auch einen Schutzraum. Nicht ahnend, dass dies nicht wirklich funktioniert, für einige Tiere scheint gerade der umgrenzte Garten ein ideales Jagdrevier zu sein, wie für diesen Marder hier. Die Einfassung meines Gartens ist durchlässig, fast weich. Nicht nur oben kommen Samen, Vögel und Insekten über den Zaun, auch durch das Loch bewegen sich Tiere und Gärtnern mit, gerade der Waschbär. Ich lasse sie und lasse auch den Garten auf sie reagieren. Der Zaun ist eine Illusion. Er zeigt eine veraltete Sichtweise der Herrschaft über das Lebendige, so der französische Landschaftsarchitekt Gilles Clément, auf den ich mich in Folge immer wieder beziehen werde. Der Garten ist in Bewegung. Nach Clément liegt dies am Durchbruch der Ökologie. Ökologie ernst zu nehmen, bedeutet, alles Lebendige als Teil eines komplexen Systems zu sehen. Die Grenzen des Gartens sind durchlässig geworden in beide Richtungen. Vielen Menschen wird zunehmend bewusst, dass auch Gärten Teile eines Systems sind, dass Insekten, Vögel und andere Tiere Samen, Sauerstoff und Wasser die von Menschen errichteten Begrenzungen überwinden. Wie schnell die Natur wieder die Oberhand gewinnt, wenn das Eingreifen und Überfrachten aufhört, zeigt diese verlassene Schrebergartensiedlung im hallischen Ortsteil Lettin. Nach mehreren Hochwassern gab der Verein Saale-Thal-Lettin das Gelände 2015 auf. Die Gärten wurden geplündert und verwilderten. Bei meiner Erkundung des Geländes 2018, also eigentlich 2, 3 Jahre nachdem es aufgegeben wurde und dort keine Schrebergärten mehr betrieben wurden oder bewirtschaftet wurden, ließen sich Überreste von Kultur entdecken. Mit erstaunlicher Geschwindigkeit wurde das Gelände zur Wildnis. Und das ist hier ganz interessant, weil die Geschwindigkeit, mit der sich wirklich die wilde Natur zum einen dieses Gelände wieder erobert hat und dann auch also nicht nur überwuchert, es gibt dann so Mischungen, also auch Tierwelt war sofort dort wieder vorhanden oder sehr, sehr schnell meines Erachtens. Also ich sah zumindest sehr viele unterschiedliche Tiere. Und es gibt aber so eine Mischung zwischen dann doch überwachsender Ruderalflora und dann aber immer noch den vorher vorhandenen Gewächsen der SchrebergärtnerInnen. Es kollidiert eigentlich beides miteinander und auch die Häuser sind natürlich zunehmend der Natur, der Überwuchernden anheimgegeben. Innerhalb, wie gesagt, von 3 Jahren. Inzwischen existiert das nicht mehr. Es ist also auch dem Erdboden gleichgemacht worden, aber dort ist jetzt so eine Fallobstwiese. Auch Gärtnerinnen und Gärtner machen nicht an der Einfriedung Halt. Sie bewegen sich in den Stadtraum hinein und dehnen ihre Zuwendung aus, wie zum Beispiel, wenn sogenannte Baumscheiben bepflanzt werden. Hier sehen Sie Beispiele aus New York City, wo mir das besonders auffiel. Das gibt es hier genauso. Sie kennen das aus der Umgebung. Es nimmt auch zu und wird meines Wissens auch gefördert. Der Garten gerät in Bewegung. Er ist nicht mehr stationär und ortsspezifisch, auch nicht an Besitz gebunden. Die Grenze zwischen öffentlichem und privatem Raum wird zunehmend aufgehoben, wie die Kunsthistorikerin und Ethnologin Judith Weiss schreibt. Noch ein paar Beispiele. Wenn erstmal der Fokus darauf liegt, dann sieht man sie überall.
Und auch in allen unterschiedlichen Formen und Ausprägungen und Bemühungen. Ein Garten, wie wir ihn kennen, ist ein konkreter Ort, der aufgesucht werden kann. Im Garten kann angebaut, geerntet und verzehrt werden. Hier werden Erfahrungen mit Natur gemacht, hier wird beobachtet, gelernt, die Aufmerksamkeit geschult und gestaltet. Ein Garten als Raum verlangt nach Zeit und Zuwendung. Auch hier verweise ich auf Clément, der den Eingriff des Gärtners oder der Gärtnerin als einen Eingriff in ein Raumfragment beschreibt, bei dem die von der Natur eingeschlagenen Richtungen umgelenkt werden, ohne ihnen deswegen zu widersprechen. Das sollte eine Grundhaltung sein. Der Garten erwächst immer, so Clément, aus einer kombinierten Handlung des Menschen mit der Natur. Aber hier ist der Aufwand an gegenläufiger Energie zu seinem schwächsten Ausdruck gebracht. Die Handlung muss am richtigen Ort ansetzen, damit das Ensemble, das dem Genie der Natur zu verdanken ist, schließlich ein Garten wird. Gärten erzählen aber auch Geschichten und bilden Projektionsflächen als Sehnsuchtsorte und Refugien. Der Garten als Modell oder Metapher verweist auf Konzeptionen von Gemeinschaft und Visionen eines Einklangs von Natur und Kultur. Der Paradiesgarten steht für einen umgrenzten Ort, der Schutz und Nahrung bietet, aber auf dieser Darstellung auch ambivalente Aspekte beinhaltet, die näher zu betrachten wären. Garten als Gegenstand von Kunstunterricht verknüpft somit Konzeptionen aus Kunst, Design und Architektur mit gesellschaftspolitischen, ökologischen und philosophischen Fragen. Sie merken, ich versuche mich immer wieder auch an Begriffsklärung bzw. Definitionen. Also was ist eigentlich ein Garten? Und das versuche ich jetzt nochmal aus anderer Perspektive und Sicht. Ein Garten ist zunächst ganz grundlegend eine durch Mauern, Hecken, Wände oder Zäune begrenzte Fläche, in der Natur vom Gärtner oder der Gärtnerin gestaltet wird. Gärtnern heißt, Natur zu gestalten und den natürlichen Drang zu überwinden, lediglich das zu tun, was dem Dasein und Nutzen dient. Die Gestaltung eines Gartens vermittelt nicht nur das Bedürfnis nach Schönheit, sondern ist Ausdruck einer geistigen Freiheit, so schreibt der Kunsthistoriker Niels Ohlsen. Doch erst wenn es eine Schwelle zur Wildnis gibt, wie zum Beispiel das Loch im Zaun oder bei diesem englischen Garten der Übergang zur Landschaft, so weich er auch gestaltet sein mag, lässt sich ein Garten definieren. Gilles Clément unterscheidet hilfreich sortierend zwischen Garten, Landschaft und Umwelt. Landschaft ist demnach das, was sich vor unserem Blick ausbreitet. Es handelt sich um eine subjektive Empfindung. Die Wahrnehmung von Landschaft wird durch kulturelle Prägung und ein individuelles, persönliches Erleben beeinflusst. Umwelt beschreibt Clément als das exakte Gegenteil von Landschaft, da es sich um den Versuch handelt, unsere Umgebung objektiv zu lesen, anhand wissenschaftlicher Messungen. Umwelt bezeichnet somit eine, so Clément, schwer fassbare Gesamtheit, die durch eine Vielzahl schwankender Parameter bestimmt ist, welche alle mit dem Lebendigen zu tun haben. Garten als drittes, da ist es umgekehrt, Garten hingegen entzieht sich allen kulturellen Einteilungen. Garten bezieht sich auf Umwelt nur, da der Gärtner oder die Gärtnerin bestimmten Regeln folgt und entsprechendes Wissen zur Bearbeitung des Gartens anwendet. Auf Landschaft bezieht sich der Garten nur, da er ständig neue schafft. Die Einfriedung des Gartens dient dabei dem Zweck, das Beste zu schützen. Die Vorstellung, so Clément, was das Beste sei, ändert sich im Lauf der Geschichte und entsprechend ändert sich die Architektur des Gartens, die diese Vorstellung umsetzt. Es geht also nicht nur darum, die Natur als Szenerie der Befriedung zu gestalten, sondern auch darum, einen ausgereiften Gedanken der eigenen Epoche auszudrücken, eine Beziehung zur Welt und eine politische Vision. Zitat Ende. Im Garten begegnet der Mensch der Natur, er setzt sich ihr aus, beobachtet und staunt. Die Gestaltung von Gärten spiegelt unser Verhältnis zur Natur im Wandel der Zeit. Sie bewegt sich ständig zwischen dem Wachsen lassen und dem bewussten Eingreifen. Heute sprechen wir beispielsweise kaum noch von Unkraut, hoffentlich Wildwuchs ist
anerkannter Bestandteil aktueller Gartengestaltung. Auch da sage ich hoffentlich, denn Gegenteile gibt es natürlich immer, beziehungsweise Beobachtungen, die auch erschrecken. Ich komme jetzt zu dem nächsten Punkt, und zwar die Gestaltungselemente, die ich fassen möchte unter Vegetation, Wasser, Umgrenzung, Choreografie, Metapher und Schwelle. Das geschieht in Anlehnung an den Landschaftsarchitekten Günther Vogt, der diese unterschiedlichen Elemente herausarbeitet, und zwar am Beispiel dieser wunderbaren persischen Miniatur aus dem 17. Jahrhundert. Und diese Gestaltungselemente, das werde ich in Folge gleich zeigen, sind meines Erachtens auch heute noch von Bedeutung und regen an, über Garten und seine Gestaltung zu reflektieren. Die Miniatur zeigt einen Garten, menschenleer. Er genügt sich selbst in seiner schlichten Existenz, schreibt Vogt dazu. Und gerade seine lyrische Regellosigkeit verführt dazu, die Gedanken frei, um das Phänomen schweifen zu lassen. Durch ihre Abstraktion ist die Darstellung einer Lokalisierung enthoben. Eher Ausdruck der Idee des Gartens, sein Urbild also im platonischen Sinn, erscheint sie wie ein Prototyp des perfekten Gartens. Zitat Ende. Die sechs Merkmale, die hier sichtbar werden, lassen sich auf andere Gärten übertragen und finden auch im kunstpädagogischen Kontext Anwendung. Ich stelle sie jetzt kurz vor und zeige anschließend ihre jeweilige Übertragbarkeit und Aktualisierung anhand von Beispielen. Die Vegetation eines Gartens, hier gut sichtbar, ist ein Gestaltungsmittel zur Raumbildung wie auch zur Sinnbildung. Auswahl und Anordnung der Pflanzen bestimmen das Aussehen und die Bedeutung eines Gartens. Also hier sehen Sie die Pflanzen, vor allen Dingen die Bäume, sorgsam angeordnet und über die Fläche des Gartens verteilt. Den Garten durchfließt auch Wasser. In der Mitte ist ein Brunnenbecken zu sehen. Und diese vier, ich würde es ja Zuflüsse oder Abflüsse von diesem Brunnenbecken, die möglicherweise auch noch eine weitere Bedeutung haben. Umgrenzt ist der Garten von einer Mauer als Schutz, als Abgrenzung von der Außenwelt. Das Tor oben rechts lädt dazu ein, den Garten zu betreten. Kann ich hier eigentlich so, sieht man das dann, wenn ich hier mit dem Cursor? Ah ja, das ist gut. Also hier das Tor lädt ein, den Garten zu betreten, also die Schwelle zu übertreten und den Wegen im Garten zu folgen. Die Bewegung dessen, der den Garten betritt, folgt einer Choreografie. Diese kann durchbrochen werden, die Vorgaben durch Wege und Blickachsen müssen nicht befolgt werden. Und doch leitet die Anlage eines Gartens BesucherInnen auf eine ganz bestimmte Weise und erzählt damit Geschichten. Das Prinzip eines Gartens lässt sich interpretieren. So kann ein Garten durchaus als Metapher für das Paradies gesehen werden. Auch bei dieser Miniatur könnten die Wasserläufe auf die paradiesischen Flüsse Euphrat, Tigris, Gihon und Pishon hinweisen, so Vogt. Doch bleiben die Deutungen offen und je nach Kontext, nach Region, auch nach Religion oder Zeitbezug unterschiedlich. Jetzt versuche ich, diese sechs Gestaltungsprinzipien zu übertragen anhand von anderen Beispielen. Kommen jetzt auch noch mal vor jeweils. Das erste, die Vegetation. Beth Chatto legte ab den 1960er Jahren in der Nähe von Elmstead Market bei Colchester in Essex in England einen Garten mit Pflanzen an, die trotz der Trockenheit der Gegend auf dem sandigen Kiesboden wachsen können. Chatto mischte bewusst Pflanzen von allen Kontinenten, zum Beispiel mexikanische Palmlilien, Schmucklilien aus der Kapensis, amerikanische Agaven und australische Eukalyptusbäume. Dieser Kiesgarten oder auch Dry Garden muss nicht gewässert werden und besteht bis heute. Das große Missverständnis: In Deutschland werden sogenannte Schottergärten als vermeintlich pflegeleicht angesehen und bestimmen zunehmend die Gestaltung von Vorgärten. Hierbei handelt es sich, siehe unten,
Im vollständigen Kontrast zum Kiesgarten von Chateau um versiegelte Flächen, die keinen Lebensraum für Vögel oder Insekten bieten. Zudem entstehen Hitzeinseln oder die mit Plastikfolie ausgelegten Beete führen zu Überschwemmungen. Sie alle Sachsen-Anhalt sind diese, ist das Neuanlegen solcher Gärten meines Wissens inzwischen verboten. Gleichzeitig kann man in jedem Baumarkt alle Utensilien für diese Gärten kaufen. Also es gibt auch dort gewisse Widersprüchlichkeiten. Das zweite Element nach der Vegetation ist das Wasser. Quentin und Vanessa Bell, Sie merken, ich beziehe mich häufig auf englische Gärten, aber englische Gärten sind einfach auch der Ursprung der Garten oder ein Ursprung der Gartenkultur. Wir haben ja eben auch schon ein anderes Beispiel gesehen. Quentin und Vanessa Bell legten in ihrem Garten Anfang des 20. Jahrhunderts verschiedene Wasserbecken an. Bei diesem Becken spiegeln sich die Kacheln, die das Becken umfassen, im Wasser. Vanessa Bell hat die Originalkacheln um 1930 selbst gestaltet. Später wurden sie durch Kopien von Quentin Bell ersetzt. Sie sind dann noch flankierend diese Torsi aus Stein von John's Keeping und die wurden etwas später geschaffen, aber auch in den 30er Jahren. Wichtig ist auch hier, beziehungsweise es wäre zu beobachten, müssten Sie vielleicht auch mal, gerade die Studierenden, aber auch alle anderen anwesend, mal beobachten, inwieweit Wasser in Gärten eine Rolle spielt. Und Sie werden merken, dass das eigentlich fast immer ein wichtiger Bestandteil, gerade von angelegten Gärten ist. Und inzwischen ist auch da ja eine Aktualisierung zu beobachten, denn auch da, wenn Sie in entsprechende Gartengeschäfte oder auch Baumärkte gehen, merken Sie, dass viele Leute das Verlangen danach haben, Brunnen oder kleine Teiche auch heute wieder in ihren Garten aufzustellen. Aber es gehört eben auch zu einem wichtigen Gestaltungselement. Das dritte Element ist die Umgrenzung. In englischen Gärten teilen Hecken das Areal, wie Sie oben sehen, in verschiedene Räume ein. Dabei wirken die Hecken als Begrenzung des Gartens, aber auch als beruhigender Hintergrund für die Formen und Farbigkeiten der Pflanzen. Wenn Sie unten das Bild ansehen, merken Sie, Umgrenzung wie Hecken oder Mauern senden auch Botschaften aus. Die Auswahl eines bestimmten Materials an der Höhe und einer Farbigkeit transportiert eine Haltung und eben auch ein ästhetisches Empfinden. Auch Geschmacksbildung ist sicherlich Teil von Kunstunterricht oder sollte es sein. Ich belasse mal diese beiden Umgrenzungen in ihrem Vergleich. Das nächste Gestaltungsprinzip ist die Choreografie. Gärten folgen einer Choreografie, die BesucherInnen leitet. Dies geschieht unter anderem in Form von Wegen, Alleen oder Laubengängen. Diese Elemente dienen auch der Bildung von Sichtachsen und gliedern den Garten, gerade bei geometrischen Gärten. So ist zum Beispiel bei Barockgärten die auf das Schloss bezogene Symmetrieachse ein wichtiges Element der Gestaltung. Beim Garten von Sissinghurst, wieder in England, bilden Mauern und akkurat beschnittene Hecken Gartenräume. Angrenzend befinden sich Wiesen mit einzelnen Bäumen. Immer wieder öffnet sich der Blick in die Weite der Landschaft. Sie merken das, also gerade wenn Sie diese doch recht eng wirkenden Gartenräume im Vordergrund, wirklich der Garten von Sissinghurst, ansehen mit der umgebenden Landschaft. Wobei wichtig ist, dass eben auch der Teil rechts, also diese Wiese mit den Bäumen, auch noch zum Garten gehört. Also das ist eine bewusste Anlage, die eine gewisse Naturnähe, Landschaftsnähe zeigt, um eben auch einen Übergang zu schaffen, dann in die weitere Landschaft, die dann von Feldern und Wäldern bestimmt wird. Also immer dieses Mitdenken, eine Öffnung eigentlich der Begrenzung, das Mitdenken der näheren und auch der weiteren Umgebung, in die der Blick geleitet wird. Das gehört also mit zur Choreografie. Der vorletzte Begriff ist die Metapher. Gärten lassen sich als Sehnsuchtsorte deuten und verweisen auf das Paradies als eine abgegrenzte Gegenwelt. Wenn Gärten zu Metaphern werden, geht ihre Bedeutung aber immer über den konkreten Ort hinaus. Das Einrichten von Gärten an ungewöhnlichen Orten oder in Krisenzeiten, zum Beispiel zur Selbstversorgung
Also auch das hat ja eine lange Geschichte bis hin zu den Victory Gardens oder den Kriegsgärten und ist heute wieder aktuell. Also zunehmend möchten Menschen sich eben auch mit Hilfe ihrer Gärten selbst versorgen oder eben in sogenannten Gemeinschaftsgärten unterwegs sein. Also dieses Einrichten von Gärten beinhaltet sozialreformerische Aspekte, Widerständigkeit und in der Identifikationspotenzial. Bei diesem Garten, den Sie da sehen, in Venedig, ein Foto, was ich gemacht habe, ist es sicherlich schon die Gestaltung so eines eigenen abgegrenzten Gartenraumes, aber es beinhaltet natürlich auch eine Widerständigkeit. Hinzu kommt noch dieses politische Plakat dort, was auch an dem Garten angebracht ist. Und ja, so eine Widerständigkeit des kleinen Ortes im Kontrast zu ihn umgebenden Stadtraum. Und Gemeinschaftsgärten, also da gab es ja auch schon einen Vortrag zum Thema, könnte jetzt vielleicht auch nochmal diskutiert werden, aber das setze ich mal auch so in den Raum, sind meines Wissens im Gegensatz zu Schrebergärten eben gerade keine Orte des Rückzugs, sondern eher der Zusammenkunft. Also wobei sicherlich auch das Schrebergartenleben diese Aspekte der Zusammenkunft beinhaltet. Letzter Aspekt, die Schwelle. Da ein Garten eine Umgrenzung hat, benötigt er einen Zugang, also einen Eingang, eine Pforte. Sie haben das vorhin auf der Miniatur gesehen, dieses große Tor, was einen in den Garten hineinlässt. Die Schwelle lässt die Bewegung von der wilden Natur in den kultivierten Garten zu. Also wieder das Loch im Zaun, was auch in gewisser Weise eine Schwelle ist. Sie bildet den Übergang von der Stadt in den Naturraum des Gartens. Diese Schwelle, und deswegen habe ich dieses Bild gewählt, lässt sich verschieben, wenn zum Beispiel der Garten zunehmend ins Innere des Hauses geholt wird oder Bereiche im Garten bewusst als Wildnis belassen werden. Das ist der Abschnitt zu den Gestaltungselementen. Ich möchte jetzt nochmal diese Bewegung versuchen nachzuzeichnen, also die Bewegung, die Öffnung des Gartens und gleichzeitig eine Bewegung oder auch flankierend dazu eine Bewegung von außen nach innen. Also der Garten breitet sich aus, aber der Garten kommt auch näher an uns heran, beziehungsweise wird ins Innere des Hauses geholt. Bereits in den 70er Jahren schafften AktivistInnen neue Wildnisse und initiierten Gartenprojekte in Großstädten. In New York City gründete Adam Purple 1975 einen Gemeinschaftsgarten, den er über Jahre zusammen mit seiner Partnerin Eve auf einer brachliegenden Fläche in der Lower East Side von Manhattan anlegte. Der offen zugängliche Garten war in konzentrischen Kreisen angelegt mit einem Yin-Yang-Zeichen in der Mitte. Er vergrößerte sich über die Jahre, da weitere Gebäude verfielen und abgerissen wurden. Die beiden Aktivisten nutzten keine Maschinen und sammelten im Central Park Pferdemist, um den Garten zu düngen. Bevor der Garten 1986 entgegen aller Proteste von der Stadt abgerissen wurde, maß er etwa 1400 Quadratmeter und war bepflanzt mit Gemüse wie Tomaten, Gurken, Mais und Spargel sowie 45 großen Bäumen. Die Raumnahme, die Nutzbarmachung und gemeinschaftliche Bearbeitung des Gartens gilt heute noch als Prototyp für aktuelle Modelle städtischer Gemeinschaftsgärten. Die Kunsthistorikerin und Ethnologin Judith Weiss merkt kritisch an, also kritisch wirklich, Betonung auf kritisch, die Strapazierung des Raums wie auch der kritische Impetus und die damit verbundenen symbolischen, ästhetischen, sozialen und politischen Aspekte rücken das Guerilla-Gardening in die Nähe des Paradigmas Kunst. In der Tradition der sogenannten Guerilla-Art verstanden, deren Protest sich unter anderem gegen das Kunstestablishment richtete, bedeutet das illegale Gärtnern auch eine Stellungnahme gegen die geordnete Schrebergartenidylle und den eigenen Garten als Teil idealer Wohnvorstellungen. Als private Intervention in den Stadtraum ist es Symptom einer neuen Lebenskultur im 21. Jahrhundert, bei der es um die elementare Aufhebung einer Grenze geht, nämlich der zwischen öffentlichem und privatem Raum, zwischen Biotop und urbanem Soziotop. Zitat Ende. Der Garten ist demnach nicht mehr an einen Ort gebunden, er muss nicht in jemandes Besitz sein,
und er ist in Bewegung. Richard Reynolds, englischer Autor und Aktivist, gibt in seinem Buch Guerilla Gardening, ein botanisches Manifest, sehr praktische Anleitungen für ein Gärtnern ohne die Grenzen des Gartens. Es gehe darum, so Reynolds, auf Flächen zu gärtnern, die einem nicht gehören und nicht um Erlaubnis zu bitten. Es gehe auch darum, Konventionen zu ignorieren. Reynolds' Augenmerk liegt vor allem auf öffentlichem Raum, der vernachlässigt wird. Dieser wird in Blumenbeete, Gemüsebeete, Kräutergärten, Bienenwiesen und Orte gemeinschaftlicher Zusammenkünfte transformiert. Inzwischen haben sich Formen dieses Guerilla Gardenings zunehmend in den Mainstream verlagert und laufen heute unter dem Oberbegriff Urban Gardening mit, den gemeinschaftlichen Gärtnern im öffentlichen Raum. Dieses ist nur selten subversiv und wird von Stadtverwaltungen meist geduldet oder sogar gefördert. Judith Weiss merkt erneut kritisch an, Zitat, der Garten ist zum sozialen Projekt geworden und in seiner Beschaffenheit einem Komplex zugehörig, den Theodor W. Adorno als Kulturindustrie bezeichnet hat. Durch Werbung, Design und Styling wird der anarchische Charakter weitgehend neutralisiert. Museen vertreiben Saatbomben und legen mobile Hochbeete an. Auf Dächern öffentlicher Gebäude liefern hauseigene Bienenstöcke Honig, der sich mit Institutslabeln vermarkten lässt. Und in städtischen Gemeinschaftsgärten können BewohnerInnen ihr Gemüse für den Hausgebrauch kultivieren. Was jenseits des Subversiven jedoch bleibt, ist unter dem Motto »Die Stadt ist unser Garten« das Aufbrechen des Gartenraums vom Begehbaren zum Partizipativen, von seiner Umfriedung zur Öffnung. Zitat Ende. Diese öffentliche Zugänglichkeit von Gärten im Stadtraum und die damit verbundene Übernahme von Verantwortung für öffentlichen Raum ist ganz im Sinne Clemens und der Idee oder seiner Idee vom planetarischen Garten. Diese weitet den Garten auf die ganze Welt aus. Wir alle sind Gärtnerinnen und Gärtner. Der heutige Garten, so Clement, kann sich nicht an die traditionelle Einfriedung halten. Er verpflichtet die Nachbarschaft zum Teilen. Es gibt aber auch eine Bewegung von außen nach innen. Gärten werden Teil der Wohnumgebung des Zuhauses. Im Bereich der Innenarchitektur, des Designs und auch der Kunst finden sich Entwürfe, die Pflanzen als festen Bestandteil in Inneneinrichtungen integrieren oder Produkte, die das Anbauen von Pflanzen im Innenraum erleichtern. Diese sind entweder pragmatisch ausgerichtet, um frisches Gemüse und Kräuter in der Küche zu ziehen, oder elaborierte Designlösungen für das dekorative Anlegen von Miniaturgärten. Sobald der Mensch die sogenannte erste, unberührte Natur bearbeitet, sie gestaltet und in Form bringt, kann, so die Kunst- und Kulturwissenschaftlerin Brigitte Franzen, von einer sogenannten zweiten Kultur gesprochen werden. Franzen beschreibt diese zweite Natur als eine vom Mensch bewältigte, also durchaus als eine Kulturwelt. Gartenkünstler der italienischen Renaissance schufen in Abgrenzung von der unberührten ersten Natur und der bearbeiteten zweiten Natur den Begriff der dritten Natur, mit dem die Kunst der Garten- und Landschaftsgestaltung bezeichnet wird. Hierunter würde beispielsweise der englische Landschaftsgarten fallen. Franzen stellt die These auf, dass inzwischen in der Kunst von einer vierten Natur gesprochen werden muss, da inhaltliche und erzählende Strukturen zu den rein formalen der Gartengestaltung hinzutreten. Dass Gärten in unterschiedlichen Medien neben den wirklichkeitsnahen gepflanzten Gärten, über getanzte Gärten, Gärten als Denkmodelle, als Installationen, als Film und virtuelle Gärten im Internet visualisiert und erfahrbar werden, lässt einen neuartigen Umgang mit Natur, Landschaft und Garten als klassischen Themenbereichen der bildenden Kunst eben die Konstruktion einer vierten Natur vermuten, schreibt sie. Die vierte Natur meint in diesem Zusammenhang den zeitgenössischen, mediatisierten Umgang mit Natur als Garten
der unter Umständen zu einer Natur, losgelöst von allem Natürlichen und einer virtuellen Gartenkunst führen kann. So schreibt Franzen 2000, das ist auch wieder etwas her, beziehungsweise das müsste man nochmal zeitlich kontextualisieren, auch was die Entwicklung der Medienkulturen und der Digitalisierung angeht. Das lässt sich möglicherweise etwas weiter denken, denn zu einer virtuellen Gartenkunst hat es meines Erachtens gerade nicht geführt. Oder wenn, dann sind wir inzwischen wieder einen Schritt weiter und darüber hinaus gekommen. Diese Natur ist ein dreifach transformiertes und überfärbtes Natur- bzw. Gartenkonstrukt, das dem Garten insbesondere metaphorische und formale Bedeutung zuweist, schreibt sie weiter. Der Garten, und das ist meines Erachtens interessant, ist im Rahmen künstlerischer Auseinandersetzung, wird er zu einem Konzept des Denkens und Handelns und ist nicht mehr Zeitströmungen oder Gestaltungsmaßstäben unterworfen. Er bildet also eine unmittelbare Schnittstelle von Natur und bildender Kunst. Und das ist das Stichwort für einen nächsten Abschnitt, wo es um ein paar Beispiele aus der Kunst geht. Ich halte mich da sehr zurück, da dafür die Zeit leider nicht ausreicht, das weiter. Ach so, hier war noch, ist mir noch eine durchgerutscht, die den Garten nach innen verlagert, beziehungsweise eigentlich als Beispiel für dieses Verschieben oder das Konstruieren oder das Anlegen eben von Gärten im Innenraum. Also in diesem Fall Paula Hayes, also eine amerikanische Künstlerin, die diese mundgeblasene Terrarien herstellt, in denen dann kleine Garten und Wälder und Naturwelten erschaffen werden, die sich selbst versorgen, beziehungsweise dadurch, dass die Feuchtigkeit nicht entfleuchten kann, ist sie immer da drin am Zirkulieren, und die erhalten sich sozusagen selbst und brauchen nur sehr wenig Gießwasser. Also Garten und Kunst. Und da habe ich zwei Beispiele ausgewählt, um es etwas zu reduzieren und sie auch nicht mit dieser großen Bilderflut zu konfrontieren. Das eine ist von Hermann de Vries, das sehen Sie hier. Und auch hier beziehe ich nämlich nochmal auf Frau Franzen, die bezüglich der bildenden Kunst eigentlich drei Arten von Gärten unterscheidet. Sie sagt, zunächst handelt es sich um Gärten, die als gestalterisches, formales Konzept der Ideenvermittlung theoretisch und konzeptuell in Bild- oder in Textform existieren. Darüber hinaus gibt es Projekte, die in dreidimensionalen Installationen realisiert werden, bei denen es sich aber weiterhin um Denkmodelle handelt. Und die dritte Form nach Franzen, zugleich auch die vielgestaltigste, sind Landschafts- bzw. Naturfragmente, die als gestaltet und angelegt wahrnehmbar sind und deren Material natürlich oder an der Natur orientiert ist. Diese sind weniger als Erfahrungsräume konstruiert, obwohl sie das mitunter auch sein können, als vielmehr Mittel zur Kritik und zur Eröffnung reflexiver Räume. Erweitern lässt sich diese Rubrik um die Nutzung lebendiger Vegetation als künstlerisches Material. Weiterhin lassen sich künstlerische Auseinandersetzungen ausmachen, die den Garten als Motiv, Material oder Metapher begreifen. Sie arbeiten mit und an den Grenzen von Garten, stellen Natur- und Kunstverständnisse in Frage oder irritieren unsere Wahrnehmung gestalteter Umwelt. Der Künstler Hermann de Vries versuchte mit seinem Sanctuary oder Sanctuarium, man kann es glaube ich ruhig so aussprechen, mit seinem Sanctuarium bei den Skulpturprojekten in Münster 1997 einen Schutzraum für die sogenannte erste Natur zu schaffen, indem er sie in einem von einer Backsteinmauer umgebenden Kreis einschloss und dort wild wuchern ließ. Der Betrachtende kann den Wildwuchs noch heute durch ovale Fensteröffnungen auf Augenhöhe ansehen. Hier sind kleine Ovale auf jeder Seite, immer so ovale Fensteröffnungen. Da haben Sie auch einen Eindruck von der Höhe. Also da kann man als 1,70 oder 1,80 großer Mensch gut durchsehen. Und man kann aber nicht über die Mauer hinwegblicken. Existiert jedoch eine solche
erste Natur wirklich noch? Vielleicht handelt es sich auch bei der Arbeit von de Vries letztendlich um eine Reproduktion von Natur, eine kaum authentische Wildnis. Das Ganze befindet sich zudem eben in einem Park. Also die Frage ist eben, das, was hineinkommt, wo kommt das her? Kommt es nicht ohnehin aus der Umgebung? Ist das, was diese Arbeit umgibt, wirklich dann auch erste Natur oder ist es nicht eben auch schon wieder vom Menschen gestaltet? Anhand der sich weiter wandelnden Installation, die also ja immer noch wächst, also und sich auch ständig im Wandel befindet, lässt sich im kunstpädagogischen Kontext das Verhältnis von Natur und Kultur, von Wildnis und Urbanität, möglicherweise auch von Dekoration und Funktion untersuchen. Das nur ganz knapp zu de Vries, empfehle ich auch, sich das weiter anzuschauen. Der zweite Künstler, den ich vorstelle, ist Pierre Hueck, der auf der Documenta 13 ein Biotop am Rande der Karlsaue installierte. Ist vielen von Ihnen wahrscheinlich bekannt, beziehungsweise wenn Sie das nächste Bild sehen, dann werden Sie es einordnen können, weil es doch ziemlich durch die Presse ging. Der Titel Untilled weist auf das freie Wuchern der Pflanzen hin. Er bedeutet so viel wie unkultiviert oder auch nicht beackert. Es ist also kein Garten im klassischen Sinne, den BesucherInnen in jeder Hinsicht nach Halt suchend betreten. Nach Halt suchend, weil man da doch ganz schön durch, es ist am Rande der Karlsaue, man muss, je nach Wetter, musste man eben auch ziemlich durch die Matsche. Eine Abgrenzung erfährt das Gebiet durch die angrenzende Karlsaue, die barocke Parkanlage, auch durch ein paar Büsche, die den ursprünglich als Kompostanlage gedachten Ort normalerweise verbergen. Die Pflanzen im Biotop sind bewusst ausgewählt. Viele lassen sich für die Herstellung von bewusstseinserweiternden Substanzen nutzen. Da wächst also Fingerhut, Tollkirsche, Stechapfel, Cannabis und so weiter. Was zunächst die Anmutung von Wildnis hat, erweist sich als vielschichtig. So wie Clément den Komposthaufen als das Herz des Gartens bezeichnet, rückt Hueck die Transition ins Zentrum. Wetter, Besucherinnen und Besucher, die beiden anwesenden Hunde, die Pflanzen, sie alle verändern sich während des Zeitraums der Installation. Das ist natürlich jetzt nur einer der anwesenden Hunde, das andere ist der Gärtner, der dort auch anwesend ist. Selbst der zur Gesamtanordnung gehörende liegende steinerne Frauenakt verbindet sich mit den Tieren und Pflanzen, da sein Kopf von einem Bienenstock umhüllt wird. Der Betrachter oder die Betrachterin erarbeitet sich die Bilder, der Ort hat seine eigene Dynamik. Es ist eine Versuchsanordnung, wie ein Garten befindet sich das Areal in ständiger Veränderung. Gern würde ich Ihnen noch weitere Beispiele zeigen. Ich verweise aber nur noch auf einen Künstler, den ich sehr schätze, Louis Weinberger, der leider auch bereits gestorben ist, dessen Arbeiten sich gerade Menschen anschauen sollten, die sich für diese Thematik noch weiter interessieren. Und komme jetzt zu den kunstpädagogischen Potenzialen. Das Zeichnen von Pflanzen und natürlichen Artefakten gehört zum traditionellen Repertoire von Kunstunterricht. Wie lässt sich aber die Komplexität des Gartens, wie sie hier nur angerissen werden konnte, im Kunstunterricht behandeln? Also auch der Garten als Modell oder Metapher. Interdisziplinäre Betrachtungsweisen und Anschlüsse sind bei dieser Thematik unerlässlich. Zum Beispiel zu den Fächern Biologie, Ethik, Geschichte, Deutsch, Religion, möglicherweise auch Schulgarten, was es ja als Fach in Thüringen gibt, wie ich hörte. Es geht um Schnittstellen zwischen Innenraum und Außenraum, zwischen Natur und Kultur, Stadt und Land, Kunst und Design, Kontrolle und Anarchie, Natürlichkeit und Künstlichkeit, Realität und Virtualität oder auch Nutzen und Schönheit. Grundlage und Ziel zugleich ist ein achtsamer und wertschätzender Umgang mit der Natur, eine Aufmerksamkeit für Materialität und Diversität im Garten.
Ich möchte das etwas füllen anhand von konkreten Ideen, die ich in drei Schritte unterteile. Das sehen Sie hier, also diese drei Schritte: den Garten betreten, den Garten in die Schule holen und den Garten denken. Und zum Abschluss zeige ich Ihnen im Anschluss noch ein Beispiel, wie man das dann ganz konkret umsetzen könnte. Dazu stoppe ich die Bilderflut mal etwas und lass Sie die Bilder im Kopf imaginieren. Der erste Schritt: den Garten betreten. Zunächst gilt es, den Garten zu betreten. Ein Garten ist ein Ort individueller ästhetischer Erfahrungen. Diese lassen sich mit Übungen zur Wahrnehmung, zum genauen Beobachten und Aufzeichnen verknüpfen. Nicht nur die Natur lässt sich im Garten näher betrachten und untersuchen, auch der Gegenstand Garten selbst. Was ist ein Garten? Wann wird ein Garten überhaupt zum Garten? Wie viel Eigenleben hat ein Garten? Wie klein kann ein Garten sein? Ist jedes abgegrenzte Stück Natur bereits ein Garten? Und wo sind die Grenzen des Gartens? Im Garten steht das skizzenhafte Erfassen von Beständen im Zentrum, die Orientierung, das grafische, fotografische und malerische Entdecken von Pflanzen und Tieren, Formen und Farben. Der Garten ist ein Ort der Handlung, sei es der Kultivierung, der Intervention, der Partizipation, des Experiments, der Zerstörung oder der Rekonstruktion. Die Beobachtung und Erfassung von Elementen eines Gartens kann Teil von Unterricht sein, um ein Verständnis für Form, für Material und Farbigkeit zu erlangen. Auch die zeichnerische oder plastische Darstellung von Pflanzen kann eine Rolle spielen, als erste Annäherung an den Gegenstand. Anhand der Untersuchung von vorhandenen Gärten, möglicherweise in der Umgebung, lassen sich auch Wahrnehmungen verschieben. Brachen und Nischen können in den Fokus rücken, Bedürfnisse von Menschen bezüglich des Anlegens von Gärten oder die subversive Kraft wuchernder Vegetation. Schritt 2: den Garten in die Schule holen. Welche Berührungspunkte haben Schülerinnen und Schüler im Alltag mit Gärten? Welche Rolle spielt die Natur in ihrer unmittelbaren Umgebung? Welche Rolle spielen Gärten als Lernorte, Refugien, Orte der Erholung? Welche Prinzipien lassen sich bezüglich der Gartengestaltung in der jeweiligen Schulumgebung beobachten? Was erzählen diese Prinzipien über kulturelle Haltungen und Weltsichten? Diesen Fragen kann auf reflexiver Ebene nachgegangen werden. Es lassen sich aber auch Fotodokumentationen erstellen, Interviews durchführen, Mappings anlegen. Die Untersuchungen knüpfen direkt an die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler an. Sie verorten sie und ihre Schule in einem kulturellen Umfeld, welches seine Ausprägung auch im Umgang mit Natur und der Gestaltung von Gärten zeigt. Schülerinnen und Schüler interessieren sich für Nachhaltigkeit und Ökologie. Das Thema Garten knüpft hier an. Anhand des Gegenstandes Garten lassen sich die Gestaltbarkeit von Umwelt sowie auch Grenzen von Gestaltung thematisieren. Design und Architektur spielen als Bezugsfelder eine wichtige Rolle, da Aspekte wie Materialität, Handwerklichkeit, Nutzung von Gerätschaften, planerisch und konstruktives Vorgehen in den Fokus rücken. Beim Anlegen von eigenen Gärten bedarf es bewusster Entscheidungen bezüglich der Materialien und ihrer Verarbeitung. In Kombination mit architektonischen Strukturen werden Gärten zu Teilen von Stadt und formen diese mit. In Gartenprojekten treffen Menschen aufeinander und bilden Gemeinschaften, die wiederum ihre Umgebung nachhaltig gestalten. Gärten ermöglichen so Visionen von gesellschaftlichem Zusammenleben, die sich im Unterrichtskontext modellhaft erproben lassen. Zum einen geht es um Verantwortung gegenüber Umwelt und Ressourcen. Gleichzeitig bedeutet Gestaltung von Gärten aber auch eine Schulung der Wahrnehmung und der produktiven Kulturkompetenz. Und nicht zuletzt geht es bei Gärten um Genussfähigkeit, um ein spielerisches Erkunden der Natur, um Geschmacks- und Identitätsbildung. Der dritte Schritt, und die müssen keinesfalls in der Reihenfolge gedacht werden, also die können natürlich nebeneinander stehen oder auch einander ersetzen. Den dritten Schritt überschreibe ich mit den Garten denken.
Ein Garten ist ein abgegrenzter Mikrokosmos, kann aber gerade in dieser Eigenschaft globale Fragen aufwerfen. Wie gehen wir mit der Natur um? Gibt es heute noch Wildnis? Auch in Bildungskontexten wurde und wird der Garten als Metapher genutzt, als Ort des Wissens mit dem Subjekt als Gärtnerin oder Gärtner. Es gibt Treibhäuser des Wissens, Gärten der Fantasie oder den Garten als Metapher für die menschliche Schöpfungsgeschichte, das Paradies als Urgarten. Gartendarstellungen bilden einen Zugang zur Gedankenwelt der jeweiligen Zeit, der sie entstammen. Gleichzeitig lassen sich über solche Darstellungen Bezüge zur Architektur, zum Alltag, zur Ernährung, zu Vorstellungen von Arbeit, zum Verhältnis zur Natur, zu Weltbildern und so weiter herstellen. Nicht zuletzt haben Darstellungen des Paradieses eine wichtige Funktion in der Kunstgeschichte, da sie politische und gesellschaftliche Veränderungen spiegeln. Auch in der aktuellen Kunst finden sich Paradiesdarstellungen, die häufig utopischen Charakter haben. Hier lässt sich direkt anknüpfen, da bei Schülerinnen und Schülern nicht nur Natur und Gärten etwas sind, was sie in ihrer Alltagswelt finden. Auch Vorstellungen des Paradieses lassen Bezüge zur Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler zu, vor vielfältigen narrativen, religiösen und kulturellen Hintergründen. Ich zeige Ihnen jetzt doch noch ein paar Bilder, und zwar von meiner Kollegin Christiane Küstner-Giersch, die ein sehr konkretes Projekt durchgeführt hat zum Thema Garten mit einer 5. Klasse. Und da zeige ich einfach die Bilder und erläutere kurz, was dort geschieht, bevor ich dann auch beim Abschluss bin. Das Spannende oder das Schöne an dem Projekt ist, dass es eigentlich genau diese Bewegung vollführt, die ich auch versucht habe, im Vortrag schon zu beschreiben. Also in den Garten hinein, aus dem Garten wieder heraus und in das Gebäude oder in den Raum der Schule hinein und dann eben dort auch wieder heraus. Also es gibt eigentlich diese Bewegung, die immer wieder dort zu verfolgen ist. Die Schülerinnen und Schüler bewegen sich zunächst aus der Schule, dem Feininger Gymnasium in Halle, heraus in den Botanischen Garten in Halle und untersuchen diesen. Also Sie sehen das gerade auf dem Bild. Also die Schülerinnen und Schüler be bewegen sich durch den Garten, sie nehmen ihn wahr, sie haben sinnliche Erfahrungen und machen unterschiedliche Übungen dazu, zeichnen den Garten, zeichnen in diesem Fall die Geruchsempfindung, die sie im Garten haben, die Geräusche, die sie auch im Garten hören, ihre Wege durch den Garten, das sind dann noch andere Zeichnungen, versuchen die Grenzen des Gartens zu finden und aufzuzeichnen. Also es gibt eine ganze Reihe an unterschiedlichen Übungen, die sie frei wählen und mit der sie sich so in einer ersten zeichnerischen Spur auch dem Garten als Ort annähern. Diese Exkursion, da sehen Sie noch, die schreiben auch, also sie schreiben auch die Worte auf, die sie im Garten finden, beziehungsweise die Bezeichnungen der Pflanzen und Bäume und gerade die sie auch besonders interessant oder spannend finden. Und das rechts ist eine Zeichnung, wo ein Schüler oder eine Schülerin untersucht, wo der Garten aufhört, das heißt also wie der Boden an den Grenzen des Gartens und wie die überhaupt die Grenzen des Gartens aussehen. Also eine Sensibilisierung der Wahrnehmung durch solche ersten Übungen. Diese Exkursion endet damit, da sieht man nochmal Zeichen der Schüler. Jetzt mache ich schnell weiter. Ach so, es gibt dann auch noch weiterführende Zeichnungen, die weniger so eine Wahrnehmung des Ortes zeigen, sondern schon ein genaueres Hinsehen, was die Objekte und die Pflanzen und Blumen im Garten ansehen, also angeht. Das heißt, eine genaue Betrachtung dessen, was die Schülerinnen und Schüler dort vor sich haben, wo sie kleine Elemente rausnehmen, wie diese Pusteblume und eben mal versuchen, genau hinzugucken, wie ist die eigentlich aufgebaut? Wie kann ich das zeichnerisch darstellen? Oder eben auch dieser Baum. Sie wissen alle, wie schwierig das ist, Bäume dann wirklich auch in Zeichnungen zu übersetzen. Und wie gesagt, wir sprechen hier dann auch von 5. Klasse. Also viel, viel Zeit, viel Auseinandersetzung vor Ort und ja, genaue Betrachtung und Übersetzung eigentlich.
Diese Exkursion endete dann damit, dass die Schülerinnen und Schüler vom Botanischen Garten eine Pflanze mitnehmen durften, also die sich selbst in einen Topf pflanzten, diese Grünlilie. Und jeder hat sozusagen einen Ableger erhalten, den er selbst eingepflanzt hat. Für manche Schülerinnen und Schüler ein völlig neuartiges Erlebnis, auch die Berührung mit Erde und das Bewässern der Pflanze. Und sie hatten dann die Herausforderung, diese Pflanze über die Ferien hinweg zu retten und dann wieder mit, also zu Hause zu pflegen und auf sie aufzupassen und sie dann eben auch wieder mit nach den Ferien mit in die Schule zu bringen. Dort gab es dann, ich kürze das so ein bisschen ab, aber versuche die Bewegung, also und auch die Idee oder die Figur, die dahinter hinter diesem Unterricht steckt, ein bisschen herauszustellen. Also sie nehmen die Pflanze mit nach Hause, aber bringen sie dann eben auch wieder mit in die Schule, ihre Pflanze, und zeichnen die Pflanze dann noch mal vor Ort. Das sieht man auf der linken Seite. Versuchen also auch diese Pflanze, mit der sie sich jetzt ja schon länger beschäftigt haben, auf die sie Acht gegeben haben, in eine Zeichnung oder in verschiedene Zeichnungen zu übersetzen. Und im nächsten Schritt, das sehen Sie auf der rechten Seite, wird es dann freier, also weniger Naturskizzen, Naturzeichnungen, Detailzeichnungen, sondern sie nehmen eigentlich zeichnerisch eine Umzüchtung vor. Also sie entwerfen eine Pflanze, die der Fantasie entspringt und die sie eigentlich als, ja, die für sie eigentlich eine Art von Leerstelle füllt. Also was für eine Pflanze möchte ich gerne entwickeln? Was kann diese Pflanze? Sie entwickeln dann eben auch Steckbriefe zu dieser Pflanze. Also das ist so ein Übergang zu einem sehr, sehr freien Herangehensweise, wo es darum geht, also was müsste meine Pflanze eigentlich können, was natürlich auch altersgemäß ist. Es gab dann immer flankierend Auseinandersetzungen mit dieser Frage, was ist eigentlich ein Garten? Also die Kollegin zeigte dann auch Beispiele aus der Kunst und ließ die Schülerinnen eben selbst reflektieren, was für sie einen Garten ausmacht, auch vor dem Hintergrund dieser Erfahrung im Botanischen Garten, aber eben auch vor der Folie der Alltagserfahrung. Diese erfundenen Pflanzen und wurden dann wiederum übersetzt in sogenannte Stencils. Das sind Schablonen, mit denen man dann eben mit Sprühfarbe, in diesem Fall Kreidespray, diese Pflanzen wiederum in den Raum übertragen kann. Also die Idee war eben, diese selbst erfundenen Pflanzen, die mussten natürlich, um sie in so ein Stencil zu übertragen, auf eine Weise dann auch wieder vereinfacht werden, beziehungsweise da merkte man dann eben, wie wichtig dann diese Umrisse plötzlich wurden, da beim Stencil eben ja nur die Umrisse dann letztendlich die Form zeigen. Also eine Differenzierung ist da nicht weiter möglich. Das ist nah am, ne? Sie kennen das möglicherweise aus Graffiti-Kontexten. Also es wurden diese Schablonen von den SchülerInnen angefertigt und dann gab es verschiedene Erprobungen. Und es kam dann auch noch dazu, dass diese Stencils wiederum im Gebäude der Schule zu so einer Art Garten zusammengefügt wurden. Also es gab, die SchülerInnen legten so eine Art Gemeinschaftsgarten an aus ihren unterschiedlichen Pflanzen, indem sie eben, das war in dem Fall möglich, weil es Räume waren, die ohnehin saniert werden sollten. Und daher gab es da die Möglichkeit, dass eben im Schulgebäude dann auch wiederum einen Garten wachsen zu lassen, also das Ganze nochmal wieder in die Schule hinein zu transferieren und zu transformieren auf unterschiedlichen Ebenen. Und das Ganze wurde nebenher dokumentiert, also diese einzelnen Schritte, sodass es eben dann von jeder Schülerin und jedem Schüler dann so ein Leporello gab, wo diese unterschiedlichen Schritte und ihre eigenen Werke, also das ist immer jeweils von einem Schüler oder einer Schülerin, da sieht man links eben den Probedruck dieses Stencils und man sieht die Wege durch den Botanischen Garten und die Zeichnungen aus dem Botanischen Garten, die Grünlilie, den Steckbrief zu der eigenen Pflanzenzüchtung, die Zeichnung zu der eigenen Pflanzenzüchtung und so wurde das dann jeweils dokumentiert. So, das ist eigentlich so eine sehr, sehr, sehr klare Struktur zum einen gab, auch eine Begleitung über diese Dokumentation.
Und eine starke Fokussierung wirklich auf eine Sensibilisierung der Wahrnehmung, aber auch der Gestaltung und begleitend immer eine Reflexion dessen, was hat denn das jetzt, was hat das denn mit Garten zu tun, beziehungsweise es wurden auch Bezüge zur Kunst hergestellt. Denn gleich zu Anfang fragten natürlich SchülerInnen auch im Garten, was hat denn das jetzt, was hat denn Garten jetzt mit Kunstunterricht zu tun? Das heißt, auch das wurde dann entsprechend reflektiert und mit den SchülerInnen besprochen. Dann führte das eben, also war sozusagen, also diese Graffiti, diese Stencil, Schablonen, die dann mit Kreide gesprüht wurden an die Wände, waren dann eben auch so eine Art permanente Ausstellung in dem Gebäude der Schule. Also die dann aber nochmal, dadurch, dass es Kreidespray ist, irgendwie so eine ganz schöne Veränderung, auch wieder einen Wandel eigentlich erfuhren, weil sie natürlich zudem dann durch Benutzung und weiter Nutzung der Räume dann auch wieder an Kraft verloren, was aber ganz gut zu dieser Thematik des Gartens passte. Da bleibt mir nur noch ein Ausblick und den halte ich ganz knapp und beziehe mich natürlich wieder auf Gilles Clément, der 1997 den Begriff des planetarischen Gartens prägte. Nach seinem Prinzip ist die ganze Welt ein Garten, der nicht erweiterbar ist. Aufgabe der Menschheit ist es demnach, mit Verstand zu gärtnern. Und Gärtnern bedeutet bei Clément, Diversität zu verstehen und zu nutzen, ohne sie zu zerstören. Die Totalität des ökonomischen Modells, so Clément, auf dem unsere Gesellschaften beruhen, steht dem planetarischen Garten frontal entgegen. Nicht nur, weil es das Gleichgewicht durch gerechtes Teilen der Gemeingüter dereguliert, sondern auch, weil es die biologischen Kräfte des Gartens beschädigt und so das Leben auf der Erde bedroht. Zitat Ende. Der Garten ist bei Clément ein politischer Ort, ein Ort der Migration, der Diversität, des Ungesteuerten und des Experiments. Er ist immer in Bewegung und niemals fertig. Und er ist ein klares Gegenbild zu einer Konsumgesellschaft und einer Mensch- und naturausbeutenden Ökonomie. Sind wir in unserem planetarischen Garten bereit, alles als flüchtig und wandelbar anzusehen? Fragt Clément. Kann unser Haus ein Auto werden, unser Auto ein Computer und dieser ein Garten? Vielen Dank. Jetzt kommt, glaube ich, noch die Literaturliste für die Studierenden, die keiner lesen kann, aber die Studierenden ja als oder die überhaupt hier so doch auch kurz stehen bleiben soll. Und es kommt natürlich noch die Fragestellung, dazu wurde ich gebeten, eine Art Fragestellung für auch in diesem Fall die Studierenden zu entwickeln. Und das ist diese. Und die würde ich so stellen wollen, auch in dieser Wahlmöglichkeit für diejenigen, die jetzt das Kunstpädagogische vielleicht eher ausklammern und das allgemeine Bildungspotenzial der Gärten eher fokussieren möchten in ihrem Essay. Auch jetzt nochmal vielen Dank und jetzt versuche ich das hier zu beenden, indem ich die Freigabe beende. Ja. Und jetzt sehe ich Menschen. Ja, Wir sehen Sie. Frau Burkhardt, vielen, vielen Dank für diesen unglaublich inspirierenden, anschaulichen, auch sehr informativen und zum Nachdenken anregenden Vortrag. Also ich hatte diese Idee des planetarischen Gartens, die Sie jetzt zum Schluss nochmal aufgegriffen haben, das ist wirklich ein ganz wichtiger Gedanke. Aber wir werden der Diskussion jetzt nicht vorgreifen, sondern ich möchte gerne ja, zur Diskussion einladen und frage an dieser Stelle auch schon Helen, ob es Fragen im Chat gibt von den Studierenden. Hallo, auch von mir nochmal in die Runde. Es gibt momentan noch gar keine Fragen im Chat. Ja, dann lassen wir das erstmal noch ein bisschen in unserem Gedanken quasi verweilen und dann fangen wir mit Fragen an.
Also ich habe zwei Fragen, aber eine würde ich jetzt tatsächlich mal hineinschieben, und zwar, weil ich die ganze Zeit, Sie hatten ja diese Gestaltungselemente zum Garten vorgetragen, ne, und das so an diesen unterschiedlichen Bildern veranschaulicht. Und dann hatten Sie ganz kurz über virtuelle Gärten gesprochen Ja. und virtuelle Gartenkunst. Und auch da war auch unter anderem dieser Verweis auf die Natur losgelöst von allem Natürlichen. Und das würde mich schon noch mal genauer interessieren, was dahinter steht für eine Idee, auch für einen Zugang, für eine Mensch-Natur-Beziehung, und weil darüber weiß ich tatsächlich Ja. nichts. Und es Ja, ist für mich auch ein totaler Widerspruch. na, es ist, glaube ich, kein Widerspruch, aber ich glaube, es ist ein bisschen zeitlich einzuordnen. Darauf hatte ich ja auch schon hingedeutet. Also ich meine, es hat was auch mit der Entwicklung der Medienkunst und der Medienkultur zu tun, denn es gab gerade also diese Beschäftigung mit dem Garten im Kontext von Kunst, die begann eigentlich in den 90er Jahren mit so zwei großen Kunstforumsbänden. Zum Gartenarchiv und der Künstler als Gärtner, glaube ich, hießen die, also nee, Gartenarchiv nicht, aber es ging zumindest um den Künstler als Gärtner und damit begann eigentlich so eine, würde ich jetzt mal unterstellen, sicherlich gab es die Auseinandersetzung schon vorher, aber eine besondere Auseinandersetzung mit den Gärten eben im Kontext von Kunst, die über Zeichnung, Malerei, Fotografie hinausging und eben sehr raumgreifend wurde, Internet. also, und auch sehr interdisziplinär und da kann man es, glaube ich, einordnen, weil gerade Ende der 90er Jahre natürlich, beziehungsweise in den 90er Jahren mit Aufkommen des Internets und mit Veränderungen auch in Medien, künstlerischen Bereichen, dann es so Versuche gab, also von, also das Thema Garten mit Robotik zum Beispiel auch schon zu verbinden oder einen Garten, ich weiß jetzt leider gerade den Künstler nicht, aber einen Garten, der über das Internet, dessen Bewässerungssystem über das Internet von den Teilnehmenden gesteuert wird und dadurch eigentlich versorgt wird. Also so Versuche, das beides nicht gegeneinander auszuspielen, sondern miteinander zu verbinden und zu sagen, das Virtuelle, von dem wir heute ja auch kaum noch so sprechen können, aber zumindest das, was sich medienkulturell auch medienkünstlerisch entwickelt, kann man auch in Verbindung bringen und das ist nicht zwingend ein Widerspruch mit Natur, also sondern das kann auch helfen, Natur zu stützen oder zu voranzubringen. Also Noch und zu gleichzeitig sehen. war es immer, ne, also aber da lässt es sich, glaube ich, gerade weil diese Überlegungen, auf die ich mich da beziehe, auch genau aus der Zeit stammen, also von 2000, da ist es, glaube ich, noch stark eine Reaktion darauf. Inzwischen ist das Verhältnis meines Erachtens entspannter und es würde, glaube ich, niemanden im Gegensatz zwischen Gartenkultur und medialen Bitte. Möglichkeiten sehen. Also im Gegenteil, also da gibt es ja, sind wir, glaube ich, inzwischen auch nicht nur im Alltagsbereich ziemlich weit, sondern auch im Künstlerischen gibt es eben da entsprechende Beispiele. Danke. Jetzt gibt es eine Wortmeldung von Alexander Thumfart. Herzlichen Dank, Frau Burkhardt, für diesen wirklich sehr schönen, sehr spannenden Vortrag. Ich finde dieses Bild im wahrsten Sinne des Wortes des Lochs im Zaun. Ja, da habe ich mich sozusagen jetzt ein bisschen hingehängt, weil dieses Loch ja in zwei Seiten, in beide Richtungen sozusagen. Das ist einmal die Eindringlinge von außen, also dieses schöne Bild mit den Katzen und inklusive Fuchs oder Füchsin. Aber eben auch die Bewegung aus dem Garten heraus. Ja, diese Bewegung und die Verwandlung dieses Gartens, eigentlich diese Mondialisierung, im Grunde so einen Hortus Mundi. Ja, jetzt habe ich mal nachgeguckt, was ist eigentlich, findet man was unter Hortus Mundi, unter dem Weltgarten, tatsächlich einen Trademark, Hortus Mundi, Trademark. Und zwar ist es biologisch angebautes Gemüse, das verkauft wird. Ja, tatsächlich. In Amerika schon wieder eine Trademark, ja, also wirklich total schräg, ja, schon wieder ökonomisiert, aber wie auch immer. Wir bleiben dieses Bild des Hortus Mundi, des Weltgartens. Jetzt frage ich mich auch mit dem Blick auf das, was Sie sagten von Clément, das Handeln oder das Leben im Garten. Wenn wir jetzt sozusagen das Leben im normalen Garten nehmen, dann ist es ein Leben sozusagen der permanenten Pflege. Ja, das ist ja sozusagen viel Arbeit, auch sozusagen
ab und zu mal hinlegen und irgendwie einen Apfelwein trinken, aber ansonsten sind ja alle irgendwie am Werkeln und am Machen und am Schneiden und am Aufpassen. Wenn man das jetzt sozusagen universalisieren würde, würde es nicht bedeuten, dass es gar nicht so sehr ums Experiment geht, sondern um, wie soll ich das nennen? Mehr als Achtsamkeit, es ist auch sozusagen eine Form von tatsächlich Regelhaftigkeit, von Anstrengung, von Kontrolle und Selbstkontrolle. Ist das Leben im Hortus Mundi nicht tatsächlich eins der Anstrengung? Jetzt gar nicht nur negativ gedacht, sondern der Selbstkontrolle und der Selbstachtung oder sowas. Achtsamkeit. Ja. Danke. Ja, aber das ist nur, da sind wir genau bei dem, was lehrt uns eigentlich der Garten. Also, und das passiert ja direkt vor Ort und am Ort, dass uns ein Garten so etwas lehrt, zumindest diejenigen, die sich mit Garten oder eben konkret auch dann eben die Hände schmutzig machen. Das hatten wir ja auch neulich und eben wirklich dann im Garten sind. Ich glaube, natürlich ist es anstrengend. Also es ist anstrengend, ja auch Wandel zuzulassen oder dann eben nur zum einen diese Achtsamkeit zu haben, aber die dann eben nicht zur Kontrolle wird. Also die dann eben nicht heißt, ich muss ständig alles beschneiden und gucken, dass alles seine Ordnung hat und dass eben alles auch gepflegt ist, sondern ich muss eben auch zulassen, dass ich diese Kontrolle abgebe. Und das lehrt, das haben mich dann auch die Tiere letztendlich gelehrt. Also, ne, weil das ist ja die Frage, also lasse ich dieses Loch offen, auch wenn der Waschbär jede Nacht irgendwie in meinem Gartenteich badet und alles zerstört. Also, und lasse ich das zu und denke ich, jetzt mache ich vielleicht das Loch zu, damit nicht alle immer kommen und alles kaputt machen und die Mäuse fressen und alles. Und dann ist es aber eben doch wichtig, es offen zu lassen, weil es eben auch dazugehört, also weil es eben ein System ist und weil es eben nicht zwei unterschiedliche Welten sind, sondern weil es eben diese Durchlässigkeit gibt, wie das dann bei Clement beschrieben wird. Also, und dann muss ich es auch in Kauf nehmen, dass mal was kaputt geht und dass der Salat vielleicht mal von der Schnecke gefressen ist und dass die Pflanzen im Teich nicht mehr so sind, wie sie gedacht waren, dann ist das gehört auch das zum Wandel, also dann eben das entsprechend, genauso wie den Wildwuchs zuzulassen. Also dann, das ist dann schon so ein Loslassen auch. Und dann ist es eben wieder, ne, dann, weil es ist ja eigentlich auch, also auch bei mir ist es eigentlich ein Hortus Conclusus, also der ist ja wirklich abgeschlossen. Und das Loch ist sozusagen, wenn jetzt der Fuchs nicht gerade oben über den Zaun kommt, was er, glaube ich, nicht schafft, dann können alle nur durch dieses Loch. Also, und das tun sie eben erstaunlicherweise auch. Und obwohl es so klein ist, da kommt auch so ein Waschbär durch. Also das ist ganz erstaunlich, ja. Ja, naja, und dann wäre das die Übertragung, also eben auf, ne? Wenn ich das übertrage auf meine Umgebung, es muss ja nicht gleich die ganze Welt sein, also dann wäre natürlich schön, aber wenn ich diesen Blick übertrage auf das, was draußen passiert und dieses Zulassen und genaue Wahrnehmen und dann doch auch achtsam sein und ja, dann sind wir beim planetarischen Garten. Dankeschön. Helen, ist im Chat eine Frage aufgetaucht? Ja, einen kleinen Moment. Und zwar einmal, welche praktischen Studien machen Sie mit Ihren Studierenden in der Burg Liebichenstein im Garten? Also etwa im Unterricht mit der 5. Klasse? Und dann noch eine zweite Frage von derselben Person. Worauf legen Sie Privatwert beim Gärtnern, also im ästhetischen Sinne? Und ein Dankeschön für den spannenden Vortrag. Ja, danke. Ja, wir machen eigentlich, also praktische Studien ist bei uns, also ich lehre ja Didaktik, das heißt, praktische Studien bedeutet, wir entwickeln Unterricht und wir erproben den Unterricht mit Schülerinnen und Schülern. Und Christiane Küstner, die dieses Projekt durchgeführt hat, hat eine halbe Stelle bei uns an der Burg und eine halbe Stelle eben an der Schule. Und das gibt uns die Möglichkeit, eben direkt mit Schülerinnen und Schülern solche Konzepte zu erproben und zu dokumentieren und dann eben auch zu veröffentlichen. Aber es ist jetzt nicht in dem Sinne, was wir da machen, in diesem Kontext ist jetzt nicht in dem Sinne Unterrichtsforschung, dass das noch weiter evaluiert wird, sondern gerade auf diesem Gebiet, was jetzt eben ja
auch nicht zum Kerngeschäft des Kunstunterrichts gehört, das muss man ja auch sagen. Also ne, man würde jetzt nicht sagen, Garten ist so das klassische Kunstunterrichtsthema. Man merkt also, wie viele Anknüpfungspunkte es da gibt und wie viele Möglichkeiten sich eröffnen und wie viele Andockmöglichkeiten und eben auch Verbindungen mit anderen Fächern. Aber es ist jetzt nur, und daher ist es eben eher dann Thema in Seminaren und Entwicklung und Erprobung und zu zeigen, dass es eben auch ja, eben diese Möglichkeiten gibt. Das Schöne bei Frau Küstner ist, dass sie eben als Zweitfach Biologie hat und dadurch ergeben sich dann eben auch wieder so Synergieeffekte. Also das ist das. Und das Zweite war meine, wie ich mich im Garten verhalte. Ihre Präferenz im Garten. Meine Präferenz im Garten. Oh ja, ja. Das ist auch ganz, das ist eigentlich erstaunlich, weil das auch da ist, finde ich, ein stetiger Wandel. Also nicht nur der Garten wandelt sich, da sind wir wie eigentlich wieder bei diesem Cis-Notebohm-Zitat, sondern der Garten lehrt mich ja ganz viel und der Garten zeigt mir, wie es geht. Also der Garten reagiert auf Eingriffe oder eben auch nicht. Und es verschwinden Pflanzen und andere tauchen auf und von denen ich noch nie vorher etwas wusste. Und manche kommen nie wieder. Und das ist also ein stetiger Wandel und ein Prozess. Und das finde ich sehr, sehr spannend zu beobachten. Und da gilt auch das, was wir eben eigentlich gesagt hatten, also auch wieder auch lassen, also in Ruhe lassen und vorsichtig intervenieren und eingreifen, aber manchmal auch radikal sein, dann muss auch manchmal was weggegraben oder ausgegraben werden, also das gehört genauso dazu, also oder stark beschnitten werden und das ist, also ich lerne da viel von, also ich glaube wirklich von der englischen Herangehensweise an Gärten, die da wirklich Vorbildcharakter hat, also das eben wirklich auch als Bild und als eine Landschaft letztendlich zu sehen und den Garten auch als Bild zu sehen und ich glaube, so ist es bei mir auch, also für mich ist es, glaube ich, wie eine Form von künstlerischer Gestaltung durchaus, also aber eben, dass es sich selbst gestaltet, also es gestaltet sich dadurch, dass ich es lasse. Und das Schöne ist, wenn Sie das so beschreiben, dass man ein Stück weggeht und das Bild zu betrachten, aber manchmal auch ganz, ganz nah rangehen muss, um Dinge zu erkennen. Ne? Ja. Vielen Dank. Jetzt gab es eine Meldung noch von Bettina Holstein und dann vielleicht noch im Chat. Bitte fragen wir. Ja, vielen Dank. Also ich fand den Vortrag auch sehr schön. Ich will trotzdem versuchen, so eine kleine kritische Anmerkung zu machen. Ich bin selber Ökonomin und Sie haben einen starken Gegensatz von Gärtnern oder des Planeten und der Ökonomie aufgebaut. Und historisch gesehen sind ja Gärten ganz oft schon wichtig gewesen, um überhaupt eine ökonomische Lebensgrundlage zu haben. Und das ist auch in anderen Gegenden der Welt so. Und natürlich, und da geht es nicht darum, sage ich mal, der Natur ihren Lauf zu lassen, sondern tatsächlich der Natur etwas abzuringen. Und für mich, also man könnte ja auch denken, naja, diese englischen schönen Landschaftsgärten, das sind natürlich Gärten von bestimmten Schichten, sozioökonomisch gesehen, die sich das leisten können, einen großen, naturbelassenen Park um ihr Haus herum zu haben. Und die Frage wäre dann, wie sehen Sie dieses Verhältnis zwischen der Notwendigkeit, auch in gewissem Sinne ökonomisch zu gärtnern und dem Wunsch natürlich, und das hat ja auch was mit einem ästhetischen Empfinden zu tun, der Natur auch ihren Lauf zu lassen. Also wie gehen Sie mit diesem Spannungsverhältnis um? Ja, das ist spannend. Also gerade, also wir beziehen uns jetzt ja auf dann wieder im Kontext von Garten. Also es geht nicht um Landwirtschaft, sondern eben um Anbau von Gemüse, Obst und so weiter im Kontext vom eigenen Garten. Also auch wieder in Richtung Selbstversorgung oder eben überhaupt Versorgung. Also wie gesagt, das finde ich eigentlich einen wichtigen Hinweis, also dass das ja auch aus einer privilegierten Warte heraus argumentiert ist, dass manche ja wirklich dann auch nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch in der Gegenwart darauf angewiesen sind, so ein Stück Land zu haben, auf dem sie etwas anbauen können. Und eben nicht nur die Studierenden, die sich irgendwie in der sozialen Landwirtschaft engagieren, sondern eben Menschen, die das wirklich, wirklich brauchen für ihren Lebensunterhalt oder als Ernährung.
Für mich, also vielleicht wieder der eigene Garten als Beispiel, weil für mich ist da eine ganz klare Trennung zwischen dem, was ich als Gemüse und zur Ernährung und anbaue und zum Ernten und dem, was dort an Pflanzen und Blumen und Tieren und Wasser unterwegs ist. Das heißt, das ist ein völlig anderer Bereich. Und da sind, glaube ich, die Schrebergärten ein gutes Beispiel, wo es ja immer diese Vorgabe meines Wissens gibt, das zu trennen. Also beziehungsweise ist es immer, was ist es, ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel? Oder ja, ne? Ein Drittel für Gemüse. Und da, das unterliegt natürlich völlig anderen Regeln. Also das ist klar, dass ich, wenn ich Gemüse anbaue, um es zu verzehren, dass ich da anders mit umgehen muss und dass da auch diese ästhetischen Faktoren jetzt nicht die erste Rolle spielen, sondern da muss ich gucken, dass es dem gut geht, dem Gemüse, und dass es wächst und dass es womöglich gedüngt wird und beschützt wird vor bösen Insekten oder Raupen und so weiter und die absammeln. Also jetzt habe ich die Frage aus dem Blick. Also deswegen muss es da, glaube ich, auf so einer pragmatischen Ebene dann ganz klar getrennt werden. Und trotzdem ist natürlich dieser Aspekt der Fürsorge und des sich Kümmerns und des Lernens und des Wandelns. Also auch ich lerne ja auch von meinem wachsenden Gemüse. Also das, wann und weiß, wann es irgendwie dem gut geht, wann es funktioniert und wann es eben und warum es möglicherweise oder versuche herauszubekommen, warum es ihm nicht gut geht oder es gar nicht wächst. Und lerne da natürlich ganz vieles auch immer mit, also über Wetter und über Standorte und Nachbarn. Und auch da gibt es möglicherweise Übertragungsmöglichkeiten. Aber es soll jetzt nicht so ein Gegen, ne? Das kommt bei, das kommt natürlich immer schnell, weil das ist bei Gilles Clément ganz, ganz stark. Das ist vielleicht da auch wieder ein bisschen der Zeit, in der diese ersten Überlegungen zum planetarischen Garten entstanden sind, ne? Ende der 90er, da auch vielleicht wieder ein bisschen der Zeit geschuldet. Aber das macht es natürlich jetzt gerade auch wieder aktuell, weil wir müssen ja jetzt auch schauen, wie wir in den nächsten Monaten zurechtkommen, beziehungsweise in der Zeit nach dieser Pandemie. Also ob sich da möglicherweise auch unser Blick auf Welt und das Miteinander und ändert. Dankeschön. Herzlichen Dank. Es gibt jetzt keine Frage mehr im Chat, aber ein Kompliment. Einmal auf Englisch, wonderful lecture. Vielen Dank. War wohl sehr schön, ist gut angekommen. Dankeschön. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Dem können wir uns, glaube ich, alle nur anschließen und möchten Ihnen auch ganz, ganz herzlich danken für Ihren Vortrag, für Ihr Kommen zu uns, Frau Burkhardt. Und wir hoffen, dass Sie auch tatsächlich vor Ort nochmal die Bundesgartenschau genießen und mit uns den Garten hier achtsam durchstreifen können. Und nächste Woche wird genau das nämlich auch unser Thema sein in dieser Ringvorlesung. Wir laden Sie alle herzlich ein, nächste Woche dienstags 18.15 Uhr wieder dabei zu sein. Dann kommen Dieter Franz Obermeier und Martin Husmann von der Humboldt-Universität Berlin und werden zum Thema Lernort Gartenschau sprechen. Über Netzwerk und über Forschung in dem Kontext und über Erfahrungen. Also wir dürfen da auch gespannt sein und freuen uns auf die nächste Woche. Dann verabschieden wir uns und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.